Liebe Corona-Begeisterte, dies ist der dritte Versuch, ein kurzes Video aufzunehmen. Der erste Versuch war zu lang, der zweite wurde noch länger, jetzt soll es noch kürzer sein. Ihr seht vor euch die sogenannte Corona-Ampel bzw. die Fallzahlen in Dresden. Die Corona-Ampel wird hier erläutert, gehe ich gleich noch drauf ein. Also, ihr seht hier die Kurve der insgesamt positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 positiv getesteten 625 zum heutigen Tag, minus 612 vermutlich Genesene, minus 10 Sterbefälle, macht aktuell laut dieser Statistik 3 Corona-Infizierte in Dresden zum heutigen Tag setzen lassen. 3 sind's. Und hier oben mit diesen Kurven werden wir an der Nase rumgeführt. Bei 3 Infizierten sehen wir hier 600er Grenze. Dankeschön. Das hier ist meine Statistik. Ich habe aus der eben genannten Grafik das Datum, die Fälle, die Einweisungen und die Toten gesamt jeweils in Abstand von wenigen Tagen hier eingetragen. Inzwischen sind 100 Zeilen zusammengekommen, das heißt die Corona-Epidemie oder die Corona-Statistik vielmehr ist jetzt also 100 Tage alt geworden. Die Spalten, die nicht gelb markiert sind, sind von mir errechnete Zahlen, die neuen Fälle, neue Einweisungen, Eingewiesene noch krank, Tote neu, also pro Tag, neue Fälle minus neue Einweisungen, aktuell Infizierte und Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen. Mit diesen Zahlen hantiert die Stadtverwaltung, mit diesen Zahlen hantiert die Dresdner Presse, allerdings wird nie sowas wie diese Tabelle gezeigt. Ich gehe mal ans Ende. Wir sind in der letzten Spalte 104, die ersten drei ist Erklärung, also bei der vierten startet, wir sind also am Tag 101 der Statistik. Bis heute wurden insgesamt 625 Menschen in Dresden positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Insgesamt im Laufe der Zeit waren 75 davon im Krankenhaus. 10 sind verstorben in den 3 Monaten und aktuell haben wir noch 2 Infizierte laut meiner Rechnung. Wie komme ich auf diese Zahl? Ich nehme diejenigen, die eingewiesen wurden, neue Einweisungen und gucke, wann der letzte eingewiesen wurde. Und das war am 18. Mai, also vor knapp einem Monat. Und am 25.05. ist jemand verstorben. Ich gehe davon aus, dass es einer von den Eingewiesenen war. Damit sind die derzeit Eingewiesenen bei 0. Und ich gucke mir bei den aktuell Infizierten an, wie viele neue Fälle es in den letzten 14 Tagen gab, weil nach 14 Tagen sollen diejenigen genesen sein. Und da landen wir bei 2. 15.01. Genau, hier müsste die. Seitdem wurden 2 positiv getestet. Aktuell in Dresden also 2 Infizierte. Nach offizieller Statistik, es können mehr sein. Am 28.05., also vor 2, eher 3 Wochen, wurde die sogenannte Corona-Ampel eingeführt, die besagt, dass bei so und so viel Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner Stufe 1 bis 5 ausgelöst sind und es dann Konsequenzen haben möge. Die unterste Stufe endet bei der Zahl 20. Und jetzt gucken wir mal, wann die Zahl 20 zuletzt erreicht wurde. Das war der Fall am 6. April, vor über 2 Monaten, vor 9 Wochen, wurde die Zahl 20 unterschritten. Wir befinden uns also seitdem auf der untersten Stufe. Der höchste Ausschlag war 35,4 Infizierte oder positiv Getestete pro 100.000 Einwohner. Und das war am 28. März, 2 Monate vor Einführung der sogenannten Ampel. Am 2. April war die höchste Zahl an gleichzeitig positiv Getesteten mit 342. Danach ging es nur noch runter. Ich gehe weiter nach oben. Die höchste Zahl von
an einem Tag neu getesteten bzw. als positiv registrierte war am 25. März, 3 Tage nach dem sogenannten Lockdown, mit 49. Und da sind wir schon am Anfang der Liste. Ich werde die Liste verlinken, die Tabelle. Ihr könnt sehen, wie ich es verformelt habe. Wenn man auf die Zelle draufklickt, steht hier die Formel. Sollte jeder nachvollziehen können. Ich habe inzwischen, so viel ich weiß, fast alle oder so gut alle Fehler ausgemerzt, die ich ursprünglich mal drin hatte. Es steckt ein bisschen Gehirnschmalz drin, wie man es am besten ausrechnet, die einzelnen Felder, ohne dass sie sich gegenseitig widersprechen oder was falsch ausrechnen. Es gibt ein paar Bugs drin, ein paar Fehler, aber die konnte ich erkennen. Und zwar wurden hier 2 bereits positiv getestete nachträglich ins Krankenhaus eingewiesen. Und das ist mehrfach geschehen. Einmal hier 2, da mal einer und da nochmal 2. Deswegen kommen hier negative Zahlen raus. Deswegen sind sie auch rot hinterlegt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier steht minus 2, hier steht minus 1. Und ja, wir landen am Ende bei heute 2 Corona-Infizierten in Dresden, die offiziell anerkannt oder bestätigt sind. Und bei 562.132 Dresdnern ziehe ich 2 ab, bleiben 562.130.000 Dresdner übrig, die im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel und sonst wo noch einen Mundschutz tragen müssen. Wegen 2 von 562.132. Ich weiß nicht, wie viel 9 man noch an 99,9% dranhängen muss, um das Verhältnis richtig auszudrücken. Liebe Leute, wir werden von der Politik, von den Medien und interessierten Kreisen an der Nase rumgeführt und sie werden sich merken, dass wir uns an der Nase rumführen lassen, dass wir willig, freiwillig sämtlichen Scheiß akzeptieren, was heißt gutheißen oder tolerieren, was heißt stillschweigend in Kauf nehmen oder erdulden. Es ist ein wirklicher Graus. 100 Tage Corona-Statistik in Dresden lassen mich etwas an den Menschen und dem gesunden Menschenverstand zweifeln. Ende aus.